Lieben, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Es geht mir sehr gut. Und wir sind jetzt hier immer noch in den Nebenmissionen, um Fritz und Matthäus zu helfen und erstmal rauszufinden, wieso sie jetzt eigentlich beim Kloster Schulden haben. Immerhin war ich ja da auch lange Insasse. Das würde mich schon dezent interessieren. Ja, was ist lange Insasse? Eine Woche oder so. 2 Tage davon im Gefängnis. Wie gesagt, ich möchte immer noch vorher diese Nebenmission mit diesem Jägermeister machen, bevor ich die Story-Quest weiterspiele, weil ich mich dann wieder ganz auf die Story konzentrieren will. Wollen wir wieder ins Kloster einbrechen und ein paar Zirkatoren umbringen? Nein. Jawohl. Vielleicht doch. Was ist das denn? Nur ein Weilchen hieß es. Mit wem müssen wir hier reden? Mit Elias. Elias, was ist los? So. Du hast dich mit Fritz und Matthäus gebalgt? Heidenpack. Also hast du dich mit ihnen geprügelt? Ja, ich war es. Und ich hoffe, ich sehe diese Taugenichtse nie wieder. Der Rauswurf war gerechtfertigt, aber die Schulden, wie sollen sie die je begleichen? Nicht mein Problem. Sollen diese Rohlinge halt Not leiden. Ha, ist das nicht unchristlich? Du möchtest dieses Humpel nicht verschlimmern. Wie hoch sind die Schulden? Ja, das würde mich auch interessieren. Sind ihre Schulden hoch? Sehr hoch. Wie hoch? 100? Ja, hier. Oho, sieh mal einer an. 100? 100. Oh Gott, was sind da alles? Was sind das hier so alles für arme Schlucker, ey? Das ist ja unnötig. Ich habe einen Arsch voll Geld, Leute, ey. Ich weiß gar nicht, was so euer scheiß Problem ist. So, ich regel das hier. Bam. Peggy regelt. Oh, warte mal, hier wollten wir auch noch irgendwann mal einbrechen bei dem Gießtypen da. Ich habe noch so viel Schätze zu verhökern. Mann. Also ich kann ja nur hoffen, dass dieses Spiel irgendwie dann eine Weiterbeschäftigung hat, was ich mit dem vielen Geld machen kann. Irgendwie mein Eigenheim aufbessern, wenn ich denn mal irgendwann eins haben kann. Auch ich, wirklich Leute, ich habe so Angst, enttäuscht zu werden. Ich setze so viel Hoffnung in DLCs oder so. Wirklich, richtig schlimm. Ich finde dieses Spiel nämlich so toll. Ich will nicht einfach dann durchgespielt haben und dann, ja, dann Ende und dann war es das und ich kann nichts mehr machen und, oh. Was die Prügelei mit Elias angeht. Deswegen ziehe ich jetzt auch so ein bisschen die Länge. Euer bester Freund hat die Sache geregelt. Damit wir ein bisschen davon, mehr davon haben. Vergessen wir dir nie. Ehrenwort. Okay. Danke. Gerne. Gerne habe ich das gemacht, mein Lieben. Gerne. Okay, so, Chuck. Weg. Jetzt braucht ihr nur noch Arbeit, ne? Ich helfe euch schon. Jetzt zur Theresa. Oder, warte mal, ich dachte jetzt, ich könnte ja irgendwie mit dem Andreas jetzt irgendwie was machen. Aber nein. Aber vielleicht läuft das auch über Theresa. Ja, gut. Ja, gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und wir haben es ja quasi, ja, nicht einig, aber guck mal, wenn ich jetzt nach Vranik gehe, ich war da ja schon, dann habe ich jetzt Schiss, weil ich bestimmt weiß, dass es jetzt sehr spannend wird und ich möchte jetzt einfach, wisst ihr, könnt ihr jetzt verstehen, dass ich das Spiel genießen will? Wollt ihr es mit mir zusammen genießen und nicht einfach die Story durchballern, Leute? Ich weiß, weil ich weiß wirklich nicht, welche Möglichkeiten wir haben, weil ihr habt es ja quasi, bestes Beispiel war hier Uschütze mit den Pferden, ne? Man hatte die Möglichkeit, den Uschütze der Pferde zu kaufen. Auf einmal ist da die Pest und dann geht das nicht mehr. Gut, es geht irgendwann wahrscheinlich wieder, ja, aber die Frage ist halt wann und in... Zeig, was du drauf hast! Und wie halt? Alter, ist das dein Ernst oder was? Ich mach dich platt, Junge. Oh, da hat's gelaggt. Das ist noch so einer. Ist doch ja ernst. Ah, oh, warte mal, jetzt hat er sich gedreht. Ah, ich brauch bessere. Ich muss mich mehr eindrehen. Warte mal, ich muss das Pferd schon so. Ja, so ist gut. Gibst du auf? Dann muss du er noch treffen. So, okay, und so. Jawollo, ne? Also ich muss mal einmal mich nur ein bisschen. Ich mach das auch immer als so Larifari. Wenn ich mal mich einmal hier konzentrieren würde, ordentlich zielen. Aber nee, ich mach das immer so, hier so, YOLO. Es ist immer so geil, wie sie immer sagen, du bist tot. Und einen Moment später fallen sie auf mir unerklärliche Weise irgendwie um.
Wahrscheinlich so spontaner Schwächeanfall oder so. Ich weiß auch nicht. Die haben anscheinend manchmal einfach so... Na, manchmal haben die irgendwas. Die sind nicht so ganz in Ordnung. Was ist das? Was ist das? Eine Glefe. Was mache ich denn mit der? Die kann ich ja nicht mitnehmen, ne? Eine rot-weiße Google, guck mal. Die kenne ich auch noch nicht. Ich bin der Google-Sammler. Was mache ich mit der Glefe hier? Kann ich damit... Oh, das ist echt so ein bäuerliches Werkzeug, ja? Kann ich die da wieder reinlegen? Habe ich jetzt die Glefe in der Hand? Ja, komm, die leg mal weg. Einfach auf den Boden. So, Buki, so war das, ne? Du lernst das auch noch, Buki. Buki, mein Bester, auf geht's. Ja. Haben wir wieder hier so ein paar Ganoven besiegt, ne? Banditen töten, das macht einfach Spaß. Ich hoffe da sehr stark auf eine Mod, ne? Dass das dann irgendwann, selbst wenn die Entwickler hier sagen, nö, Housing ist nicht. Aber vielleicht kommt eine Mod. Das Spiel ist ja jetzt noch nicht so alt, ne? Also wenn wir... Ich meine, die Mods eskalieren ja schon jetzt so ein bisschen. Also geht ja schon echt was voran. Ja. Und vielleicht kommt eine coole Housing-Mod. Das wäre so geil. Also wirklich so geil. Ich würde das absolut abfeiern. Ja, hier runter. Willst du ein paar Münzen verdienen? Hm, und das kann... Bin leider heterosexuell. Lass du kämpfen? Du denn? Ja, ich will kämpfen, aber ich kämpfe auf meine Weise. Das ist Heinrichs Bogen. Ja? Der ging ordentlich, der ist saftig in den Bauch. Du, ich kann das auch mit Nahkampf. Ne? Das kann, ich mache nur mal ungern mein Schwert dreckig. Das ist tatsächlich so. Das ist der einzige Grund, warum ich mit Bogen kämpfe. Weil ich nicht will, dass mein Schwert blutig ist. Da habe ich immer nicht so Bock drauf. So. So viel dazu. Bleib du mal da schön liegen, mein Bester. Tja. So schnell geht das, ne? Da wird nicht dann gefackelt. Schnapp, schnapp, rüber ab. Achso, da müssen wir dann. Ja. Ich hatte mir hier einen Wegpunkt gesetzt wegen den Rehen, falls ihr euch entsinnt. Was für ein schönes Feld, wieso wird hier nichts angebaut? Ja, muss einfach mal hier schnell nochmal drüber grubbern und dann ansehen. Habt ihr keine Traktoren hier? Spannt doch irgendwie ein Pferd vor den Flug oder so. Habt ihr überhaupt Flüge hier? Ich habe glaube ich noch keinen Flug gesehen in dem Spiel. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, so weiter, grüß dich. Dieb, Dieb! Ich krieg dich! Ah, bist du blind in Gottes Namen? Hier gehen Leute! Du entwischt nicht! Das ist ein Dieb, Alter. Du bist die Stadtwache. Mach mal was. Die einfach nichts macht, wie es einfach egal ist, ob dir jemand bestohlen wird. Die sind halt einfach null interessiert, ne? Krass, krass, krass. Die Leute in Ledetschko. Die sind einfach, weißt du, die sind halt einfach in Ledetschko. Da laufen die Uhren halt noch so ein bisschen anders. Aber so ist das halt. Das soll nicht unser Problem sein. Wir sind ja zivilisiert. Ich muss immer noch überlegen, mit wem ich mich am meisten identifiziere hier, mit Rattal oder Thalenberg. Mein Herz schlägt ja immer noch irgendwie für Thalenberg. Oh, what ist hier gehappend? Euer Geld! Und zwar alles! Mutter Gottes! Scheiße! Sie greifen uns an! Ja, dann kämpf mal los. Nein, Waffen! Nein! Okay, ich helfe. Zeig erst mal drauf! Ist da jemand? Scheißdreck! Oh. Hey, du. Der Mann mit der Axt. Ja, daneben, ne? Bist du blind, in Gottes Namen? Achso. Entschuldigung. Au. Jeez. Hab ich dich. Für dein Geschieße wirst du bezahlen. Willst du mich verarschen? Ich helfe euch hier. Oh. Oh. Das ist ja nicht sein Ernst hier. Oh. Ja, haarscharf. Oh, so knapp. Katze. So. Schön, dass er stehen bleibt. Oh Gott, was ist
denn mit mir? Ich könnte mal so gut zielen. Warte mal, was noch üben. So, Handschuh. Okay, warte mal. Der Finger muss da so. So. Ist viel zu weit links. Das wusste ich schon, als ich geschossen habe. Gut. Ich muss das Distanzschüsse probieren. Hm. Ach, wieder super runtergefallen. Oh, ein Nest. Wo ist es? Da drunter. Der Pfeil nur so abgeprallt. Plonk. Was ist denn mit mir los? Seit wann kann ich denn nicht mehr shooten hier? So, wo ist das Nest? Nest untersuchen. Oh, ein Dittrich. Wie schön. So, wollen wir ein bisschen... Schau, hier, so geht das. Da ist was angepflanzt. Das sieht gut aus. Das sieht super gut aus. Gute Frau, das haben sie sehr gut gemacht. Hier angepflanzt. Ich wollte nur mal mein Lob aussprechen. Du siehst aus wie diese Waldhexe. Gott, allmächtiger. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Sie kann doch nicht... Sie kann doch nicht... Es gibt einfach viel zu wenig Gesichtercharaktere. Vor allem finde ich es echt schade, dass sie solche negativen Charaktere, die wir offensichtlich begegnen, für offensichtlich neutrale Personen verwenden. Das ist nicht so gut. Also, das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber nee, das ist auch wieder jammern auf hohem Niveau, ne? Peggy, ne, regt sich bei fotorealistischer Grafik über die Gesichtervielfalt auf. Das ist ja schon der Hammer, dass sie überhaupt aussehen wie echte Gesichter. Das ist ja schon einfach mal übertriebenes Krass. Oh, Buki. Das üben wir nochmal. Also da muss ich echt sagen, Buki, da hat Bayati einiges voraus. Buki, du bist nicht einzigartig, ne? Ich sag nur, du, also Kolima wartet quasi. Das sind 3 Klicks und dann bist du weg, ne? Dann habe ich einen schicken Apfelschimmel. Wollte ich denn nur mal so... Wollte ich nur noch mal gesagt haben, mein lieber Buki. Also, warte mal, da ist falsch. Wir müssen da zum Grünen hin, ne? Wir müssen hier lang. Hier geht es nämlich runter zu Theresa. Das ist eigentlich ganz gut. Wir können ja ein bisschen was erzählen von Fritz und Matthäus. Die kennt sie ja auch. Sind ja alle so ein bisschen damals aus Ratei hier. Sind ja dieselbe... Dieser Ratayana Gang. Njom. Schnell ist er ja. Was glotzt du so, du Stück Scheiße? Willst du einen in die Fresse? Ja, okay. Okay. Schick dich in die Hölle. Du schickst mich in die Hölle? Freude. Was? Ich hab Bogen. Ich geb auf. Er gibt auf. So. Euch erteile ich jetzt eine Lektion. Ja, was seid ihr für ein Pack hier? Was bist du? Ein Bandit. Ja! So läuft das. Schön ins Gesicht. Und der andere, der ertrinkt jetzt, oder? Oh nein. Oh, das liegt unter Wasser. Du ersäufst doch. Warte, hier halte ich am Pfeil fest. Oh, viel zu weit. Boah, krass schießt der weiter Bogen. Boah, fast getroffen. Bautzi. Naja, wenn der lieber eben über den Wasserweg, ne, dann kann ich jetzt auch nichts machen. Dann soll er das mal tun, der Liebe. Ja, wir beobachten die ganze Sache nochmal hier von außen. Mal schauen, wo er ist. Da ist er ja. Na du. Spaziergang im Water. Hm, jeder so, wie er das gerne mag, ne? So, da. Ich bin gespannt, ob Theresa überhaupt mit mir reden will. Aber das sollte schon passen. Dann gucken wir mal, ob sie Arbeit hat. Vielleicht verweist sie mich ja auch auf Andreas. Ich weiß es nicht. In der Waldschenke. Wie diese ganzen Quests miteinander zu tun haben. Aber sie haben angeblich miteinander zu tun. Angeblich ist das wohl so. Aber sicher bin ich natürlich auch nicht. Ich habe das jetzt auch nur so aufgeschnappt. Inwiefern die alle miteinander verwoben sind. Ach, jetzt habe ich gegessen. Ich wollte mit Theresa reden.
Ah nein, was haben wir jetzt gemacht? Mit Leerte hier auch noch. Was gibt's denn da zu laden? Ach, Theresa. Bleib doch mal stehen. Riesel, da bleibst du stehen. Grüß dich. So. Matthäus und Fritz lassen grüßen. Sie leben. Gott sei Dank bin ich froh. Sie haben mir sehr geholfen. Wo hast du sie getroffen? In Sasau. Ich lief ihnen vor der Schenke über den Weg. Wo sonst? Und wie geht es ihnen? So. Sind wohl auf, haben auch Probleme. Sie sind wohl auf. Die Mönche haben sie zusammengeflickt, aber sie finden keine Arbeit und sind verschuldet. Du weißt nicht zufällig, ob jemand Arbeit für zwei faule Zimmerer hat. Hier niemand. Und in Ratai wird das auch nicht besser sein. Es wimmelt dort nur so von Flüchtlingen und die suchen alle Arbeit. Oh, schade. Die beiden bräuchten wirklich dringend Arbeit, sonst machen sie noch irgendeine Dummheit. Ja, ja. Glaub ich auch. Versuch es bei den Mühlen in den kleineren Dörfern. Der Müller in Ledeczko ist alt. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Mach ich. Danke. Der Müller in Ledeczko. Gut. Gut, 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 gut. So ist es also. Was sagt mein Questlog? Ja, die habe ich immer noch. Der diebische Müller. Nö. Und vor der Not beschaffe Matthias und wird Arbeit. Und da soll ich jetzt zum Müller in Ledeczko. Ja gut, da komme ich jetzt gerade her. Aber was hat das alles mit Andreas zu tun? Ich check's nicht. Ich check's nicht so ganz. Ich geh jetzt erstmal mich schnell waschen. Ich sehe nämlich aus, als wäre in mir eine Granate mit Schlamm explodiert. Und das möchte ich nicht. Ich bin ja der edle Heinrich. So. Auf seinem edlen Pucki. Hallo, ihr Dirnen. Gib mir Badehausanspruch. Was hättest du denn? Ich hätte gerne Bad nehmen, Kleider reinigen. Ein Bad. So, und check, ja. Natürlich. Los, zahlen. Gut. Fertig. Weg, weiter. Kurz Zeit. Wir haben noch keine Zeit, mein Lieben. Wir haben noch keine Zeit. So, okay, weiter geht's. So. Allmächtiger! Wow. Siehst du nicht, dass hier Leute sind? Alter, dein Gaul hätte fast tot getrampelt. Alter, ich mach mich fertig. Boah, ich werd so richtig der aggressive Heinrich, ey. Gut, also, wir sind jetzt hier in der Mühle. In der hey, Flur. Heinrich kommt uns besuchen. Servus, Alter, wer bist du? Servus. Der alte Thomas. Okay, und du? Hey, die Müller, pass auf! Julia. Hallöchen. Ja. Arbeitest du hier? Du arbeitest schon länger bei der Mühle, nicht wahr? Ziemlich lang. Warum fragst du? Mir kam zu Ohren, dass es hier vielleicht Arbeit für zwei geschickte Zimmerer gibt. Ja. Kommt drauf an, wie geschickt sie sind. Ich denke, sie sind sehr geschickt. Das wird sich zeigen. Geh zum Müller und red mal mit ihm, ja? In Ordnung. Ist er sehr streng? Der Müller nicht, aber sein Vormann. Bei dem gibt's nichts geschenkt, außer Arschtritte und Beleidigungen. Oh. Bestimmt kommt es nicht dazu. Sie sind gute Männer. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Ich wette, der Thomas ist der Vormann, der war schon gerade so grob. So, wo ist denn der Müller? Bist du der Müller? Hallo? Da ist ein Dorfbewohner. Ach da. Nee. Ja? Brot! Semmeln und Brezeln! Dieser Blick gerade so. Was willst du? Okay, geil, auf jeden Fall. So, warte mal, war der Thomas, ist jetzt irgendwo hingegangen. Wo ist denn jetzt der Müllersmann? Hallo? Ist hier jemand? Aus einer Kiste? Ist hier irgendjemand, mit dem ich reden kann? Irgendein Müller? Herr Müller! Bitte einmal in die 13, Herr Müller! Habt ihr keine Haus eigentlich, Leute? Mittelleute, ach so, das ist euer Haus. Oh. 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 Hi. Ja, wo ist denn der Müller? Sie sitzt jetzt da und stickt. Hä? Die Müllers Tochter. Und wo ist der Müller hin? Was ist denn? Besser? Jetzt ja, danke. Wer bist du? Ein
Dorf. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Grüß dich. Gott schütze dich, Heinrich. Hi, Leute. Na? Alles meine Fans hier. Der Vogt. Oh. Hey. Hi, Alter. Was geht? Na? Pass etwas besser auf. Vogti, Baby. Ist ja doch nicht so. Cool, wo ist jetzt hier der Müller? Wie schwer kann es sein, den Müller zu finden? Seine Tochter habe ich schon mal. Seine Tochter habe ich schon mal in meiner Gewalt. Jetzt muss ich noch den Müller davon überzeugen, dass er hier meine Freunde einstellt. Ja, ja, Schafe. Ja, meh, meh, meh. Ich jage euch in den Wald. Nein, mach ich nicht. Mach ich nicht, habe ich gar nicht gesagt. Passt schon, braucht keinen Ärger. Ich jag die überhaupt nirgendwo hin. Gott, diese Wachen immer, jeez, ne? Voll immer am Eskalieren. Bist du der Müller? Nein, du bist ein Dorfbewohner. Guck mal, du bist doch... Bruder Konstantin. Was etwas besser auf. Knoblauch und mehr. Das gibt's nur hier. Huch. Verdammt. Jeez. Pass auf, wo du hingehst. Ich stand. Das ist der Bäcker, aber nicht der Müller. Und das ist der Dorfbewohner. Was zum Teufel? Das denke ich mir auch öfter mal. Was zum Teufel? Wo sind die denn alle? Ich meine, das ist doch eine Mühle, die müssen doch hier arbeiten. Irgendwo muss doch hier das Korn mahlen. Soll ich das machen, oder wie? Wo ist denn hier die Mehlanlage? Da oben. Oder? Warte mal, wo ist denn die? Da dreht sich das Rad da. Das Mühlrad. So schicke Insel haben sie hier. Ach. Lass mich mal, ich häng fest. Okay, da dreht sich auf jeden Fall das Rad. Das ist sehr hübsch hier, oder? Guck mal. Oh hier, da picknicken oder sowas, das lässt sich doch. Das lässt sich doch hier gut einrichten. Ja. Blaues Osterei. Jawollo. Was meinen damit? Ostern ist jetzt schon ein bisschen her. Ein uraltes Symbol für die Geburt des Lebens. Hart gekocht natürlich. Ah, guck mal, man findet tatsächlich hart gekochte Eier so rumliegen. Das wusste ich doch. Ich wusste doch, dass man hart gekochte Eier auf der Straße findet. Hier könnte ich mich setzen. Oh, das ist aber ein Schuss. Gott sei mit dir, Heinrich. Grüß dich, Heinrich. Fatzex, servus. Wo ist denn euer. Wo ist denn euer Müller? Ich habe nur den komischen Thomas gesehen. Die sind safe im Wirtshaus. Warte mal. Oder? Das ist der Vogt, gell? Wie das? Okay. Das Dach taugt nur noch als Feuerholz. Ja, genau. Ihr braucht Zimmerleute. Ihr braucht richtig gute, tüchtige Zimmerleute. So, na, was ist mit dir? Schalkmeid, wer bist du? Der Wirt. Wo sind denn... Also die Geräuschkulisse ist ein bisschen too much dafür, dass hier eigentlich gar nichts los ist. Ein Ledetko, wo kann die denn hin sein? Da ist er ja, der Müller. Wo warst du denn, auf dem Markt oder was? Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Na freilich. Theresa, die Müllerin schickt mich. Sie sagt, du bräuchtest Hilfe. Ein paar starke Hände könnten nicht schaden. An wen hast du denn gedacht? An meine Freunde, zwei Überlebende aus Skalitz. Und warum sollte ich die nehmen? Weil sie erfahrene Zimmerer sind. Zimmerer wären tatsächlich nicht schlecht. In der Mühle gibt's viel zu tun. Und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Thomas, mein Vormann, gibt sein Bestes. Aber allein packt er das nicht. Aber sie sind doch keine Faulpelze oder gar Säufer, oder? Ich nehme nur fleißige und redliche Leute. Ich bin auch aus Galitz und kenne sie persönlich. Sie haben in den Silberminen gearbeitet und ihr Vormann sprach in höchsten Tönen von ihnen. In den Skalitzer Minen? Dann müssen sie was auf dem Kasten haben. Schick sie her. Sag ihnen, ich gebe ihnen eine Chance. Über Lohn und ein Dach überm Kopf reden wir, wenn sie hier sind. Jawohl. Siehst du, so macht man das. Ne? Wer braucht schon Arbeitsamt, wenn man Heinrich hat? Ne? So. Ab dahin. Bookie, you know what's cracking. Wir machen Schnellreise.
Weil wir reden jetzt dann doch relativ hin und her und ich möchte die Episoden für euch nicht zu krass strecken, ehrlich gesagt, mein Lieben. Ich weiß schon, ihr findet das immer ganz cool, aber gut, die Strecke hätten wir jetzt auch per Hand reiten können. Tatsächlich hätten wir das machen können. Fahrradkette. Wir können ja die Schnellreise nicht abbrechen, es sei denn, uns passiert etwas irgendwie, ne? Aber wir wollen nicht hoffen, dass dem so ist. Überfall auf dem Weg. Spähen. Das ist ganz gut. Hier können wir gut abbrechen. Ah, es ist jetzt Nacht, ne? Hm. Nacht ist natürlich immer so ein bisschen kritisch. Ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geguckt. Na, wo ist er, der kumanische Teufel? Leute, hi. Du bist tot. Mirka. Komm her. Komm. Soll das etwa alles sein? Komm her, Weichei. Was, Weichei? Was? Was? Oh, ich bin, wurde abgedings. Oh, das ist natürlich kritisch. Nimm das! Per Hand wollte ich jetzt eigentlich nicht mit denen kämpfen. Ich habe gar nicht die Klamotten dafür an. Oh, und ich habe gar nicht die Energie. Warte mal, halt, stopp. Halt, stopp. So. Aber wenn ich jetzt das Schild anziehe, habe ich gar keine Fackeln mehr. Okay, ich muss mich umziehen. Ich wusste nicht, dass mir das passiert. Ketten. Ah, ich kann mich im Kampf nicht umziehen. Ah, nein! Ich kann doch so nicht kämpfen. Hm. So. Ja, mein Notfalls könnte ich wieder aufsteigen. Du bist. Was ist denn mit dir? Ja, komm her. Ich kämpfe halt echt mit links gerade. So. Leck mich doch! Ich muss auch mal meine Tricks wieder lernen hier, meine. Ich habe nämlich meine Dinger gar nicht gelernt. Ja, ihr wisst schon, meine Griffe, meine geilen Attacken. Und er hat ein Schild und ich habe nur eine Fackel. Wie kann er überhaupt kämpfen? Der sieht doch gar nichts, der Alte. Ich zerquetsch dich wie eine... Mann, fertig! Eieieiei. So, komm. Wir gehen mal meine Tricks noch gleich. Oh, der war bitter. Ah, da hat er mich ordentlich erwischt, da hab ich nicht aufgepasst. Ah, immer der von oben. Wieso immer der von oben? Immer trifft der mich. Na, komm schon. Trau ich doch. Oh Mann, ey. Hä? Was? Ich hab den doch ordentlich astrein verteidigt. Ja, wo wird das jetzt wieder geladen? Wo wird denn gespeichert? Alter, ich muss immer aufpassen, dass ich, wenn ich sowas mache, immer weiß, wann gespeichert wurde. Sonst muss ich mir den ganzen Schnodder nochmal machen, ja? Gucken wir mal. Das letzte Mal, als gespeichert wurde. Ah, cool. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück zu der Aufgabe Fritz und Matthias. Ne, wir sind ja gerade ein bisschen dumm gestorben da. Naja, ist immer die Speicherpunkte, ist halt so ein bisschen kritisch, ne, aber ich hätte auch Retterschnaps, also von dem her, ich hätte auch speichern können. Aber ich dachte natürlich auch nicht, dass das passiert. Und im Kampf kannst du sowieso nicht speichern. Na ja, Spaggis, ich habe Arbeit für euch. Gott schenke dir Gesundheit. Ja. Wie kann ich helfen? Der Müller in Ledetschko würde euch gern kennenlernen. Ja. Yeah. Du hast wirklich Arbeit für uns? Selbstverständlich. Ich konnte eure verdrießlichen Gesichter nicht länger ertragen. Danke, Heinrich. Nur... Was?
Die Belohnung, die wir versprachen, also, wir kommen zusammen nicht mal auf einen Groschen. Ja. Das ist egal. Das macht nichts. Gebt mir das Geld, wenn ihr könnt. Ich hab genug Geld. Komm nächste Woche vorbei. Wir geben dir Geld, sobald wir unseren ersten Lohn bekommen. Da bin ich gespannt. Die will ich. Ja, gespannt, wo die denn aufkreuzen. Habt ihr ein Pferd? Geht ihr jetzt zu Fuß? Barfuß? Junge, du hast keine Schuhe an. Ja, okay. Ja, gut. Habt ihr irgendwas was gesehen? Ist denn? Ich hab Heinrich umgezogen. Richtig gut schaut er aus, gell? Richtig gut schaut er aus. So, die begeben sich jetzt auf jeden Fall nach Ledeczko. Tja, was machen wir denn währenddessen? Das dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen, oder? Wir könnten jetzt natürlich mal oh, was ist hier noch zu tun? Ach so. Stimmt, das haben wir jetzt ich habe neu geladen. Stimmt, das muss ich ja nochmal machen. Dann mache ich das gerade nochmal und dann gucken wir mal, wie es dann jetzt hier weitergeht. Wie ich jetzt mit diesem Storystrang hier weitermachen kann und ob das überhaupt Sinn macht. Beziehungsweise wie es dann wo weitergeht, ob da mehr Zeit vergehen muss, weil dann muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Wie gesagt, ich will danach diese Storyline in Vranek nicht wieder sinnlos unterbrechen. Aber schauen wir mal, was da passiert. Sonst bezahle ich erstmal wieder hier den Elias. Ich glaube, dann sehen wir uns erst beim nächsten Mal wieder. Na, bis dann. Tschüss.